بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عليهم والخلفاء كانوا يعلم الناس التطبيق العملي للصلاة وللوضوء ولغيره، لأن التطبيق العملي يكون أسرع أحيانا في الإدراك والفهم من الكلام النظري والشرح. نعم. Es gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch zu den Taten der Sahaba und der rechtschaffenen Gefährten nach ihnen, dass wenn sie etwas beibringen, es mit Taten beibringen, also es vorzeigen. Und das geht viel schneller im Lernen, als wenn man das nur sagt. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد في هذا اليوم أن نحيي هذه السنة التي طبقها عثمان رضي الله عنه وتوضأ أمام الصحابة، نريد أن نطبق هذه السنة إن شاء الله تعالى. نعم. Und wir werden inshallah heute diese Sunna praktizieren, und zwar, dass man etwas vormacht. Und das hat auch Uthman ibn Affan radiallahu anhu gemacht, indem er vor den ganzen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal sich gewaschen hat. قبل أن يتوضأ يأتي بشروط الوضوء. Bevor er aber sich zur Waschung hingibt, muss er die Bedingungen der Waschung erfüllen. Al-Islam. Erstmal der Islam, dass er Muslim ist. Wal-Aql. Und dass er bei Verstand ist. والتمييز يعني التفريق بين الأشياء. Und dass er unterscheiden kann zwischen den Dingen. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. Und die Absicht und der Ort der Absicht ist das Herz und das Sprechen der Absicht ist eine Neuerung, eine بدعة. ولا بد أن تكون النية من أول الوضوء إلى نهاية الوضوء. Und ohne Zweifel diese Absicht muss von Anfang bis zum Ende der Waschung dabei sein. وإزالة ما يمنع وصول الماء عن البشرة، يعني الآن مثاله على أحد أعضاء وضوئه عجين أو شيء من طلاء الجدران، أو يعني بعض النساء يضعن شيء على الأظافر فلا تستطيع أن تتوضأ حتى تزيل هذا الذي على الأظافر. نعم. Eine weitere Bedingung ist, dass man die Stellen frei macht, die bedeckt sind und die gewaschen werden müssen. Zum Beispiel Nagellack oder Farbe oder Teig, der auf der Haut ist, muss alles weggehen und danach wird man sich waschen. كذلك انقطاع موجب الوضوء. هناك أشياء توجب الوضوء. فلا يصح أن يتوضأ حتى ينقطع هذا الموجب الوضوء. مثال. الآن هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح؟ لا. نقول لابد انتظر حتى ينقطع هذا الخارج أي الريح. ثم بعد هذا تتوضأ. نعم. Und wenn er diese Gebetswache schon macht, dann gibt es eine Bedingung, und zwar er darf gerade nicht in einem Zustand sein, wo er die Waschung verliert, also den Wudu verliert. Das heißt, sollte gerade von ihm Luft austreten, muss er so lange warten, bis das zu Ende ist, und danach darf er anfangen, sich zu waschen. هل يصح أن يتوضأ وهو يبول مثلاً؟ لا. Es geht zum Beispiel nicht, dass er sich gerade wäscht und gleichzeitig pinkelt er gerade. ثم أيضا إذا كان هذا الموجب للوضوء موجب لاستعمال الماء أو الحجارة لابد أن يستعمل الماء أو الحجارة، يعني يقطع هذا الخارج بالماء أو بالحجارة ثم بعد هذا يتوضأ. فلو مثلا بال قبل أن يغسل ذكره مثلا أو يمسح مثلا بالمناديل على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، يصح أن يتوضأ؟ نقول لا، أولا لابد من استعمال الماء أو استعمال الحجارة، يعني قطع هذا الخارج الطهارة منه، ثم بعد هذا يتوضأ. نعم. Und wenn er das gerade macht, dann muss er sich erstmal dazwischen reinigen. Das heißt, wenn er gerade gepinkelt hat, dann muss er sich erstmal dort reinigen, wo noch diese Sache ist, also diese Unreinheit ist, und danach kann er beginnen. أيضا طهورية الماء وإباحته. يعني إذا وجد ماء نجس هل يتوضأ به؟ لا. ما وجد ماء هل له أن يسرق ماء حتى يتوضأ؟ لا. نعم. Und es gehört dazu, dass das Wasser, womit er sich wäscht, sauber ist. Darf er sich mit unreinem Wasser waschen? Nein. Und wenn er gar kein Wasser hat, darf er Wasser klauen, um sich zu waschen? Darf er auch nicht. نعم. ما هي نواقض الوضوء؟ Was zerstört den Wudu? من يعرف؟ Wer weiß es? نواقض الوضوء.
الخارج من السبيلين مطلقا كل ما يخرج من القبل او الدبر فهو ناقض للسبيلين. Alles was durch die zwei Öffnungen des Menschen rein oder rausgeht, das macht den macht den Wudu kaputt. Baul او غائط zum Beispiel Pinkel oder ähnliches. او ريح oder Geruch او دم oder Blut او حصى Harnstein, Urinstein. Audud. Würmer. Au. Sa'il, sayati ma'ana, mani, au madi, au wadi. Oder diese Flüssigkeit, die bei Erektion auftritt. Kul khari min as-sabilin naqad wudu anta al-am. Alles, was durch die beiden Öffnungen rausgeht, macht den Wudu kaputt. Fertig. الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل ذهاب العقل نعم und wenn man den Verstand verliert also bewusstlos wird dann verliert man sein Waschen sein Wudu نوم oder wenn man schläft إغماء أغمي عليه Bewusstlosigkeit سكر oder Betrunkenheit جنون oder verrückt sein مخدر مخدرات Drogen نعم كل ما يذهب العقل فهو ناقض للوضوء. Alles was den Verstand berauscht oder wegnimmt, macht den Wudu kaputt. أكل لحم الجزور. Oder zum Beispiel Kamelfleisch essen. فلو أكل لحم بقر، لحم غنم، لحم دجاج، هذا لا غير ناقض. لكن فقط أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل. Wenn er zum Beispiel Kuhfleisch oder Lammfleisch oder Hähnchenfleisch essen würde, würde es nichts machen. Aber wenn er Kamelfleisch isst, macht es einen Wudu kaputt. كذلك نسأل العافية والسلامة الردة محبطة لكل الأعمال فلو نسأل العافية والسلامة سب الرب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وضوء باطل لابد أن يعيد الوضوء نعم. Und genauso wenn er von der Religion abkehrt Möge Allah uns davor bewahren, macht das deine gesamten Taten kaputt. Das heißt, würde er die Religion oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigen, so wäre sein Wudu damit kaputt. Amma ma ta'allaq bi mass al-dhakar yamass dhakar fa hadha ghayr naqd al-wudu. Aber was das angeht, dass man sein Glied anfasst, das macht den Wudu nicht kaputt. Illa idha kharaj minhu shay. Fa idha kharaj minhu shay sar an-naqid huwa al-kharij min as-sabilayn. Na'am. Außer dass durch dieses Glied etwas raustritt, dann ist der Grund dafür, dass du die Waschung verloren hast, dass das etwas rausgekommen ist. Massa al-mar'a ghayr naqid al-wudu. Wenn er aus Versehen die Frau anfasst oder die Frau anfasst allgemein, macht das den Wudu nicht kaputt. Haml al-mayt aw taghsil al-mayt ghayr naqid al-wudu. Wenn man den Toten tragen tut oder wascht, wäschen tut, dann macht das den Wudu nicht kaputt. طيب الان نريد ان نعرف ما هي اركان الوضوء. Und jetzt wollen wir wissen, was sind die Säulen dieser Waschung. اركان الوضوء ستة. Es sind sechs Säulen. من يعرفها؟ Wer weiß sie? ماذا تصنع في الوضوء؟ كيف تتوضأ؟ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. Dass man das Gesicht wäscht und die Mundhöhle und die Nasenhöhle reinigt. واليدين مع المرفقين. Und die Hände bis zu den Ellen. والرأس مع الأذنين. Und der Kopf mit den beiden Ohren. والرجلين مع الكعبين. Und die beiden Füße bis zu den Knöcheln. ونضيف هذه كم؟ أربعة. نضيف إليها الترتيب والموالاة أن يرتب على ما رتب الله نعم. Und wir fügen hinzu, dass er diese genannten Sachen in der Reihenfolge macht, wie Allah es im Koran gesagt hat. والموالاة ألا يؤخر غسل العضو ويقول الذي قبله قد جف مثاله الآن توضأ وغسل يديه ثم دق الجوال وأخذ يتكلم 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 ثم بعد هذا أراد أن يكمل هذا الوضوء نقول له ما يصح لأن هذه عبادة متصل نعم. Und diese Waschung, dieser Wudu ist eine Anbetung, die muss hintereinander geschehen. Es kann nicht sein, dass er eine Sache an einer Seite wäscht und danach sich mit etwas anderem beschäftigt und kommt und woanders wieder weitermacht. Wie zum Beispiel, wenn sein Handy klingelt und er hat schon sein Handy gewaschen. Und dann spricht er lange Zeit und dann kommt er und will wieder weitermachen, wo er aufgehört hat. Das geht nicht. Er muss nochmal von neu anfangen. صفة الوضوء. Die Art des Wudu.
ينوي بقلبه. Er macht die Absicht mit seinem Herz. يسمي يقول بسم الله. Er sagt بسم الله. ثم يغسل الكفين. غسل الكفين سنة. Danach wäscht er seine beiden Hände. Das zu waschen ist aber Sunna. إلا إذا قام من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. Außer wenn er gerade von dem Schlaf aufwacht von der Nacht, dann ist es Pflicht für ihn, dreimal seine Hände im Wasser zu waschen. لا يسرف في استعمال الماء. Und er macht keinen, er übertreibt nicht in dem Wasserverlauf. Er lässt nicht viel Wasser laufen. ترى بعض الناس هدانا الله إياه الآن عندما يتوضأ يفتح الماء ويتكلم وعلى أقوى شيء أحيانا هذا تبذير نعم. Und heutzutage findet man leider Menschen, möge Allah uns und sie reich halten. Sie machen das Wasser so stark auf, bis sie können, und reden dabei und bringen lange Zeit und verschwenden viel, viel Wasser. يغسل الكفين. Er wäscht seine beiden Hände. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. Einmal oder zweimal oder dreimal. الآن بعد غسل الكفين يأخذ بيده اليمنى حفنة من ماء يضع الماء في يده اليمنى ثم يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخريه ثم يمج الماء من فيه ويستنثر بيده اليسرى مرة أخرى بغرفة واحدة يضع الماء في يده اليمنى ثم يستنشق يسحب الماء يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخريه ثم يمج الماء من فيه ويستنثر بيده اليسرى نعم nimmt er mit der rechten Hand Wasser und tut es erstmal in seinen Mund und nach dem Mund direkt auf die Nase. Danach lässt er erstmal das Wasser wieder aus dem Mund raus und mit der linken Hand alles, was in der Nase ist, aufmacht. Er nimmt mit der rechten Hand Wasser in den Mund, lässt Wasser wieder aus dem Mund raus und wäscht auch gleichzeitig die Nase mit der linken Hand. Mit einer Hand. الذي يصنع بعض الناس اليوم يتمضمض ثم بعد هذا يستنشق ويستنثر وضوء صحيح لكن السنة أن تكون في غرفة واحدة نعم. Was heutzutage viele machen ist, dass die erstmal Wasser in den Mund tun und ausspülen und dann nochmal extra Wasser nehmen in die Nase. Sein Wudu ist zwar gültig, aber die Sunna ist, dass man es mit einer Hand mit einem Mal macht. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. Und das darf man einmal, zweimal oder dreimal machen. ثم الآن يغسل الوجه. Jetzt wascht er aber sein Gesicht. من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. Er fängt an dort, wo seine Haare aufhören, bis unter den Kinn und danach von dieser Ohrseite, wo das Ohr hier beginnt, bis zur anderen. نعم. أما ما يتعلق بتخليل اللحية تخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة وإذا كانت اللحية خفيفة لابد أن يخلل اللحية لأن المواجهة تكون في اللحية وما هو أسفل من اللحية يعني إذا كان نرى الخد من وراء شعر اللحية أصبح التخليل واجب نعم. Und wenn er einen sehr starken Bart hat, dann reicht es, wenn er über diesen Bart streicht in dem Wasser. Aber wenn wir sehen, dass dieser Bart auch noch Haut zeigt, also schwer ist, dann muss er das Wasser dadurch bringen bis an die Haut. Einmal oder zweimal oder dreimal. Als nächstes fängt er mit seinem rechten Arm an. Er fängt an von oberen Nageln bis hoch zu seiner Elle, aber er nimmt nicht seinen Arm, nur bis über der Elle. ولا بد يحتاط في غسل المرفق لأن بعض الناس لا يحتاط ما يرفع الملابس ويكون بهذا وضوء ناقص نعم. Und er muss darauf achten, seine Ellenbogen und hier die Elle oben zu waschen. Es gibt manche, die machen nicht mal ihr Kleid so hoch, damit sie es waschen. Und dann ist seine Waschung fehlerhaft. اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. Erstmal den rechten Arm, danach den linken. ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل. Und danach wäscht er über seinen Kopf, aber er duscht nicht. يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى
ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. Also er nimmt seine beiden Hände und streicht einmal von seinem Kopf über seinen Kopf, einmal nach hinten und wieder nach vorne. Danach nimmt er die beiden Zeigefinger, tut sie ins Ohr und mit dem Daumen wäscht er dann die Ohrhöhle. Und er wäscht nicht seinen Hals. Seinen Hals wäscht er nicht. Jetzt bleiben nur noch die beiden Füße. ما قال لك تقلع عن جبري؟ طيب خلاص ضاع هنا. أمرك أن توقف الآن. توقف أمرك لله. الآن يغسل الرجل اليمنى ضاع هنا. يغسل الرجل اليمنى ويخلل الأصابع بخنصر. Er nimmt seinen kleinsten Finger und geht zwischen die einzelnen Finger. اليمنى واليسرى. Mit der rechten oder linken Kleinfinger. مع الكعبين دون أن يشرع في غسل الساق. Er wäscht auch die Knöchel, aber nicht seinen ganzen Bein. اليمنى ثم اليسرى. نعم. ثم بعد هذا يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Danach sagt er das Bittgebet, was der Prophet صلى الله عليه وسلم nach dem Wudu gesprochen hat. إذا كان على أحد أعضاء وضوئه جوربين هات اليسرى جوربين أو ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل إذا كان طاهر نعم Wenn auf seinem Fuß zum Beispiel Socken sind oder allgemein etwas, Schuhe oder andere, alles was sauber ist, es muss sauber sein, nicht unrein, es muss den meisten Teil des Fußes bedecken. Auch wenn es so ganz klein und wenig, also sehr kurze sind, dann zählt das auch noch. يمسح عليه حتى ولو بدا شيء من الكعبين. Er kann darüber den Masch, also das Streichen machen, auch wenn die Knöchel gesehen werden. بشرط أن يكون لبس الجوربين على وضوء كامل يعني غسل الرجلين في الوضوء بالماء. Aber das kann man nur machen, wenn man davor einen kompletten Wudu, also Waschung gemacht hat und auch die Füße und alles gewaschen hat. وأن يكون المسح في الوقت المحدد وهو 24 ساعة للمقيم. Und dass er dieses Streichen, dieses Masken nur auf eine Bedingung macht, und zwar 24 Stunden für denjenigen, der nicht auf der Reise ist, und 72 Stunden, also 3 Tage für denjenigen, der auf der Reise ist. Wie streicht man über die Füße? Emma an yamsah alayhima fi waqt wahid, ala al-zahir faqat. Na'am. Entweder er streicht mit den Händen, gleichzeitig, mit beiden Händen gleichzeitig, nur auf die Außenfüße. Oder er beginnt mit der rechten und danach mit der linken wieder. Nur auf die Außenfüße. Und das, was am besten ist, das Wudu. الاغتسال غسل heute jetzt sprechen wir darüber was das Ganzkörperwaschen angeht الاغتسال على صفتين und zwar das geht auf zwei Art und Weisen اغتسال كامل مستحب اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم es gibt einmal eine vollständige Waschung Ganzkörperwaschung und zwar so wie der Prophet صلى الله عليه وسلم gewaschen hat واغتسال مجزئ اغتسال يعني هذا كامل وهذا اغتسال يعني إذا صنعه اغتساله صحيح لكن الأولى والأفضل هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. Und es gibt auch eine Art und Weise, die ist nicht vollkommen. Und zwar, dass wenn man das macht, dann ist die Waschung gültig, aber es ist nicht so, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم es gemacht hat. نأخذ الاغتسال المجزئ. Erstmal nehmen wir die unvollkommene Waschung. ينوي بقلبه. Er macht Absicht mit seinem Herz. يسمي يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والأماكن التي يعني قد لا يأتي إليها الماء
Er bestreicht seinen ganzen Körper mit Wasser, alle Stellen, wo auch Haare sind und Schamstellen, überall, wo sonst kein Wasser rankommt. Mit der Reinigung der Mundinnenhöhle und der Nasenhöhle. Er beginnt und wäscht seinen ganzen Körper und alle Stellen, wo Haare sind, auch Schamstellen und Stellen, wo normalerweise kein Wasser kommt, und gleichzeitig spült er seine Mundhöhle und Nasenhöhle. ينوي يسمي يعمم جميع البدن بالماء ما تحت الشعر الخفيفة الكثيفة مع المضمضة الاستنشاق. Er macht die Absicht, er sagt Bismillah und danach bedeckt er seinen ganzen Körper mit Wasser und spült seinen Mund und Nase. اغتسال كامل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. Jetzt kommen wir zum vollkommenen Wasch, zur vollkommenen Waschung, und zwar so wie der Prophet صلى الله عليه وسلم es gemacht hat. أولا يغسل الفرجين القبل والدبر. Als allererstes wäscht er seinen Intimbereich, vorne und hinten. يبدأ الآن يغسل يديه. Er wäscht jetzt seine Hand. ثم يتمضمض واستنشق استنذر. Jetzt wäscht er wieder seine Mundinnenhöhle und seine Nase. ثم يغسل الوجه ويخلل اللحية. Danach wäscht er sein Gesicht und lässt Wasser zwischen seinen Bart. ثم اليد اليمنى. Danach die rechte Arm. ثم اليسرى. Dann den linken Arm. ثم يغسل الرأس لا يمسح يروي بالماء مع الأذنين. Als nächstes wäscht er seinen Kopf richtig gut mit Wasser und danach auch seine Ohren. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. Als nächstes wäscht er seine rechte Körperseite vollständig. ثم الشق الأيسر. Und danach die linke Körperseite vollständig. ثم بعد هذا الأيسر. ثم بعد هذا يغسل رجليه. Und danach am Ende, nach diesem ganzen, wäscht er seine zwei Füße. طيب مرة أخرى. Nochmal. يغسل الفرجين. Er wäscht seinen Intimbereich. ينوي. Er macht Absicht. يسمي. Er sagt Bismillah. يغسل الكفين. Er wäscht seine Hände. يتمضمض استنشق استنثر. Er spült seine Mund- und Nasenhöhle. يغسل الوجه. Er wäscht sein Gesicht. اليمنى ثم اليسرى. Seine rechte Arm, dann seine linke Arm. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. Er wäscht seinen Kopf mit den Ohren auch. ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. Danach die rechte und danach die linke Körperseite. ثم الرجلين. Und danach die zwei Füße. طيب أجل السلام. يبقى معنا صفة التيمم. Jetzt bleibt nur noch die Art und Weise, wie man Tayammum macht, also mit reiner Erde sich wäscht. التيمم يضرب بباطن كفيه على الأرض. يضرب بباطن الكفين على الأرض بعد أن ينوي بقلبه ويسمي. Nachdem die Person mit dem Herz Absicht gemacht hat und Bismillah gesagt hat, haut er mit beiden Handinnenflächen auf den Boden. ينوي بقلبه. Er macht Absicht mit seinem Herzen. يسمي. Er sagt Bismillah. يضرب بباطن الكفين على الأرض من تراب أو رمل أو طين. Er haut mit seinen beiden Handinnenflächen danach auf den Boden, auf einen Boden, der entweder aus Sand ist oder aus Steinen ist oder aus Ton ist. Oder aus Sträuchern oder aus Felsen, Steinen. Und es ist für ihn nicht erlaubt und nicht gültig, dass er auf den Tisch haut oder auf den Teppich oder auf die Wand. ينوي بقلبه. Er macht Absicht mit seinem Herzen. يسمي. Er sagt Bismillah. يضرب ضربة واحدة. Er haut einmal nur mit beiden Handinnenflächen auf den Boden. على الأرض. Auf den Boden. ثم يمسح الوجه. Danach wäscht er sein Gesicht. ثم ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى. Danach die Hand Außenfläche von der rechten Hand und danach die Hand Außenfläche von der linken. ينوي. Er macht Absicht. يسمي. Er sagt Bismillah. يضرب ضربة واحدة. Er haut einmal auf den Boden. ثم يمسح الوجه. Danach wäscht er sein Gesicht. ثم ظاهر اليمنى. Danach die rechte Außenseite. هكذا بس مرة واحدة. Einmal. دون أن تصعد هنا. Ohne dass man auf den Arm. من جديد من جديد. Nochmal von neu. ضربة واحدة. Er haut auf den Boden. بس هكذا بس. Einmal sein Gesicht. أي نعم فقط. Das reicht schon. ثم ظاهر هذه. Dann die rechte Hand außen. وانتهى الأمر. Und es ist vorbei. مفهوم. المرة الثالثة. Das dritte Mal. أي نعم انتهى الأمر الحمد لله رب العالمين. طيب نعم يبقى معنا ما يتعلق بين الطهارة والآداب والأخلاق. يعني نأخذ 15 دقائق راحة ثم نبدأ إن شاء الله. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.